Hi, willkommen, ich bin der Max und auf diesem Kanal bringe ich euer Online-Business auf das nächste Level. Heute geht es um das Thema YouTube und warum man als YouTuber, wenn man mit Google AdSense Einnahmen verdient, Rechnungen schreiben muss. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch zu den einzelnen Online-Business-Sachen jetzt auch die Rechnungen und allgemein so ein bisschen hinter die Kulissen einfach ein bisschen was zeigt, wie das Ganze mit Rechnungen, Steuern und der ganzen Buchhaltung dahinter einfach ein bisschen aufklärt. Ich bin natürlich weder ein Rechtsanwalt noch ein Steuerberater, sondern einfach auch ein ganz normaler Laie wie ihr, der vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung hat. Ich versuche natürlich das Ganze bestmöglich zu recherchieren, aber trotzdem sind natürlich die Angaben in diesen Videos alle ohne Gewähr und keine Rechtsberatung. Ich kann euch nur zeigen, wie es ich handhabe und wie das meine Steuerkanzlei praktisch so absegnet, dass es so in Ordnung ist. Und das sollte euch auf jeden Fall schon mal einen Anhaltspunkt geben und weiterhelfen, wie ihr das Ganze angreifen könnt. Als YouTuber ist es wie bei vielen anderen Online-Plattformen so, dass du einfach monatlich deine Einnahmen ausgezahlt bekommst, ohne dass du jetzt eigentlich eine Rechnung schreiben musst, sondern du kriegst einfach monatlich auf dein Konto einen gewissen Betrag überwiesen, den du einfach im Vormonat verdient hattest. Und im besten Fall kannst du dir auch noch eine Zahlungsinformation per PDF runterladen. Bei Google AdSense schaut das Ganze so aus. Du loggst dich einfach einmal bei Google AdSense ein, gehst dann auf die Zahlungsinformationen und dann eben auf YouTube Deutschland und dann siehst du hier bei mir schon diese Transaktionen. Und wenn ich hier jetzt einfach mal zum Januar 2023 gehe, dann kann ich hier auf diesen Print-Button klicken und dann kriege ich praktisch das PDF für meine Auszahlung, also für diese in diesem Fall 884 Euro. Und das Ganze sieht dann so aus. Ich habe jetzt hier meine privaten Informationen einfach mal farbig geschwärzt, einfach damit ich euch ja nachher zeigen kann, welche Informationen ich nutze für die Rechnung. Aber jetzt erstmal die Frage, wieso reicht denn das jetzt eigentlich nicht aus? Wieso kann ich das jetzt eigentlich nicht einfach abheften und sagen, okay, das passt doch jetzt so, das ist doch der Beleg, dass ich die Zahlung bekommen habe, mehr brauche ich doch gar nicht. Das Problem an dieser PDF-Datei ist einfach, dass nicht genügend Informationen draufstehen, wie zum Beispiel der Sitz oder einfach die Adresse von Google, dass meine Adresse nicht draufsteht, dass keine Umsatzsteuernummern draufstehen. Es fehlen da einfach grundlegende Informationen, die fürs Steuerrecht einfach wichtig sind, dass das Finanzamt das Ganze als wirkliche Gutschrift zum Beispiel an erkennt. Und deswegen müssen wir eben unsere eigene Rechnung an Google schreiben. Wieso müssen wir die Rechnung schreiben? Ganz einfach, weil wir in dem Sinne der Dienstleister sind. Google bzw. YouTube ist unser Kunde. Das heißt, wir müssen an Google bzw. an YouTube eben eine Rechnung schreiben, worin steht, warum wir diese Überweisung bekommen haben. Und diese Rechnung sollte dann einfach alle Informationen beinhalten, die man für eine offizielle richtige Rechnung eben benötigt. Wenn wir uns jetzt auf die Suche machen, an wen wir die Rechnung adressieren sollen, also an Google, dann stellen wir ganz schnell fest, ich habe das hier mal nochmal rausgescreenshottet, dass die Rechnung praktisch an Google Irland geht, das heißt, der Sitz ist in Dublin und wir haben hier auch die WAT-Nummer. Die WAT-Nummer ist einfach Englisch für die Umsatzsteuernummer, das heißt, die brauchen wir auf jeden Fall auch. Wo ihr das Ganze findet, das verlinke ich euch auch nochmal unten in die Infobox, aber ich habe da schon mal einen Screenshare, also diese Daten nutze ich für meine Rechnungen. Wir sehen hier aber auch, dass das Unternehmen, für die wir die Rechnung schreiben wollen, gar nicht in Deutschland sitzt, sondern im EU-Ausland, nämlich in Irland. Und das ist schon mal ein Ausnahmefall in der Umsatzsteuer, weil wir hier keine Umsatzsteuer abführen müssen, weil das Reverse-Charge-Verfahren in diesem Fall gilt. Ich werde euch für das Reverse-Charge-Verfahren nochmal ein Video unten in der Infobox verlinken, wo das Ganze nochmal ein bisschen genauer, ausführlicher erklärt wird, falls euch der Begriff noch gar nicht sagt. Ganz kurz für all diejenigen, die schon mal mit dem Begriff ein bisschen was anfangen können. Reverse-Charge-Verfahren bedeutet, dass in dem Fall, dass zum Beispiel zwei verschiedene Unternehmen in zwei unterschiedlichen Ländern sitzen, dass in dem Fall der Empfänger der Leistung, also in dem Fall YouTube, die Umsatzsteuer in seinem Land berechnen muss. Warum ist jetzt YouTube in dem Fall Empfänger der Leistung? Das mag jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend klingen, aber ich bin ja der praktisch, der die Leistung erbringt und bezahlt wird und deswegen ist YouTube in dem Fall der Empfänger der Leistung. Ich habe praktisch diese Werbefläche vor meinen Videos und so zur Verfügung gestellt. Also ist YouTube bzw. Google sind diejenigen, die die Leistung empfangen und deswegen auch dafür ja bezahlen und deswegen müssen die jetzt auch im Sinne des Reverse Charge Verfahren auch die Umsatzsteuer berechnen und auch an ihr Land abführen. Wie gesagt, falls euch das noch mal ein bisschen mehr interessiert, dann schaut einfach das Video unten in der Infobox an. Das ist sehr, sehr gut erklärt und damit versteht man es auf jeden Fall. Was bedeutet das jetzt aber für uns konkret und für unsere Rechnung? Das bedeutet, dass wir die 884 Euro, die ich jetzt in meinem Beispiel hatte, netto als Retourrechnung schreiben kann und auch behalten darf. Das heißt, ich muss davon keine 19% Umsatzsteuer abführen. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass ihr diese Rechnungen schreibt, weil wenn ihr die Rechnungen nämlich nicht schreibt, dann kann halt das Finanzamt kommen und sagen, ja gut, wir wissen nicht, dass es eine Reverse Charge ist. Wir schätzen jetzt einfach mal, dass es eben ein Unternehmen aus Deutschland ist. Wir haben keine gegenteiligen Beweise und deswegen musst du nochmal 19% Mehrwertsteuer davon abziehen und an uns abführen. Und so könnt ihr das Ganze einfach umgeben, weil ihr ganz konform auf eure Rechnung das Reverse Charge Verfahren mit drauf habt, mit eurer Umsatzsteuernummer, mit der Umsatzsteuernummer von Google.
Und somit seid ihr da eigentlich safe und habt praktisch brutto gleich netto. Wie kann jetzt so eine Reverse-Charge-Rechnung für eine saubere Buchhaltung aussehen? Ich habe euch jetzt hier einfach mal nebeneinander gestellt das PDF von Google, was ich da eben bekommen habe, und diese ordnungsgemäße Rechnung, die ich jetzt da eben erstellt habe dazu. Und da seht ihr jetzt zum Beispiel, welche Informationen ich aus dem PDF nochmal mit rausgenommen habe. Ganz oben sieht man meine fortlaufende Rechnungsnummer, dann eben auf der linken Seite die Adresse von Google Irland Limited, eben die ich vorhin rauskopiert habe, und die Umsatzsteuer-ID. Da müsst ihr halt auch immer gucken, dass das die richtige Umsatzsteuer-ID ist. Also ich habe es vorhin da im Screenshot gesehen, dass das eben die richtige sein müsste. Und auf der rechten Seite ist praktisch meine Adresse, Kontaktdaten und natürlich auch meine Steuernummer und meine Umsatzsteuer-ID. Also das muss auf jeden Fall auch mit drauf. Dann habe ich als Position einfach YouTube Google AdSense Einnahmen geschrieben. Das sind eben genau diese 884 Euro, 0% Umsatzsteuer, weil ich ja nichts abführen muss wegen Reverse Charge. Reverse Charge seht ihr ganz unten. Und als weitere Informationen habe ich praktisch noch mein Zahlungsprofil-ID mit dazu genommen. Und das Grüne, das ist praktisch auch so diese Referenznummer der Zahlung gewesen, die ich halt auch einfach auf meinem Konto sehe, dass das Ganze einfach auch ordentlich zuzuordnen ist. Und darunter, wie gesagt, nochmal der Hinweis zu Reverse Charge. Ich muss da einfach nur ein Häkchen anklicken und dann kommt der Text praktisch automatisch. Ganz unten natürlich noch die Zahlungsdetails, also worauf dann die Überweisung kommen sollte. Und die Rechnung ist eine sogenannte Proforma-Rechnung, einfach nur für euch, für eure Unterlagen. Ihr müsst das Ganze nicht jetzt per E-Mail oder so, per Brief an Google schicken. Das interessiert die überhaupt nicht. Wie die ihre Buchhaltung machen, ist eigentlich völlig egal. Hauptsache, ihr habt das jetzt für eure Unterlagen, und falls das Finanzamt eben mal kommt, dass ihr sagen könnt, hey, das war Reverse Charge, das ging an ein EU-Land und ich muss da keine Umsatzsteuer abführen. Das ist natürlich jetzt nur eine Beispielrechnung, so wie ich das Ganze eben mit Contest mache. Ihr könnt das Ganze natürlich aber auch mit LexOffice machen oder zum Beispiel mit Colmex. Ich habe davor mit Colmex gearbeitet und da sahen die Rechnungen bei mir so aus. Colmex ist zum Beispiel auch ein kostenloses Rechnungstool. Das sieht ein bisschen altbacken aus, aber es hat alle Funktionen eigentlich, die man braucht. Das wurde mir damals auch von einem anderen Steuerberater empfohlen und ist eigentlich echt gut, und damit konnte ich eigentlich auch diese Rechnungen von den Vorjahren und so alle immer gut machen. Auch oben praktisch wieder meine Adresse und meine Umsatzsteuernummer und Telefonnummer, die ganze Anschrift. Oben rechts habe ich wieder meine fortlaufende Rechnungsnummer. Das ist halt auch ganz wichtig, deswegen nicht irgendwie Rechnungen per Google machen, sondern macht es wirklich mit irgendeinem Programm. Wie gesagt, Colmex ist da ein kostenloses Programm, das ihr total easy nutzen könnt. Und da habt ihr praktisch eure eigenen Kunden, die ihr auch anlegen könnt. Ihr müsst es nicht immer nochmal neu abschreiben alles, sondern habt da einfach eure Kunden, könnt auch teilweise Rechnungen kopieren und die einfach nur abändern. Und ihr könnt halt durch das, dass das Ganze automatisiert ist, gar keinen Zahlendreher in eure Rechnungsnummern oder sowas mit reinbekommen, nichts irgendwie doppelt machen oder sowas. Das ist da halt sehr, sehr cool und super easy. Und da könnt ihr dann zum Beispiel auch sowas wie Reverse Charge anklicken und sogar noch ein paar andere Sachen mit dazu schreiben. Hier steht jetzt das zum Beispiel so drin. Da gibt es jetzt keine einheitliche Form, wie das Ganze mit Reverse Charge Verfahren auszusehen hat. Hauptsache, es wird halt irgendwie erwähnt. Auf der Rechnung steht jetzt praktisch gemäß dem Reverse Charge Verfahren bzw. gemäß Artikel 21b der EU-Richtlinie bzw. blablabla Umsatzsteuergesetz. Ist der Empfänger dieser Dienste verpflichtet, Mehrwertsteuer für diesen Dienst zu zahlen. Steuerschuldschaft des Leistungsempfängers. Also es muss theoretisch bei eurer Rechnung nicht detailliert so draufstehen, weil das Finanzamt weiß natürlich, was Reverse Charge Verfahren bedeutet. Falls ihr selber noch auf der Suche nach einem Buchhaltungstool seid, ich habe euch ein paar Sachen unten in der Infobox verlinkt. LexOffice, Colmex und auch eben Contest Steuerberater. Contest könnt ihr entweder nur für euer Geschäftskonto nutzen oder auch, dass sie eure komplette Buchhaltung mitmachen und euch da unterstützen, falls ihr da einfach noch sehr, sehr viele Fragen habt. Ich verlinke euch einfach mal alles unten in der Infobox. Auch noch weitere Videos zum Reverse Charge Verfahren und es kommen natürlich auch noch Videos zu Merch bei Amazon und auch zu Etsy, wie da die Rechnungen auszusehen haben, beziehungsweise wie ich es da mache. Da ist es nicht ganz so easy und ich bin da auch noch gerade am Abklären, um so ein paar Feinheiten zu machen, aber sobald ich das weiß, kommen die Videos auch. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo, wenn ihr da lasst, und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Ciao.